Und damit sei gegrüßt. Willkommen zu einem neuen Netztest. Wir spielen heute Lightyear von Tears. Eine Demo-Version an. Ich drücke eine beliebige Taste. Und wir schauen uns heute mal dieses Spiel an. Lightyear von Tears. Das scheint irgendwie so auch so ein bisschen Crafting, Farming Simulator zu sein. Wir spielen hier scheinbar einen Charakter, der in einem Roboter rumläuft. Ich bin mal gespannt, was das Spiel so ergibt. Schauen wir mal rein. Im Einzelspieler, neues Spiel. Und Welt müssen wir uns auch denken. Auf geht's. Die Erde bietet kein schönes Zuhause mehr. Manche, so wie du, haben sich daher auf den Weg zu Lightyear von Trier gemacht. Du willst einen Neuanfang, ein neues Zuhause. Der Weltraum. Endlich hierbei. Und schon abgestürzt. Erstmal Dreck abwischen und die Wiesen erkunden gehen. Finde deinen Mac und mich. Hüpfen können wir. Und wie erst die Steine wie immer. Und hier können wir ein bisschen schneller laufen. Ein bisschen rennen. Da wir diese wunderschöne Landschaft hier erkunden. Das orange Rauch zu sehen. Warum schaue ich diese Landschaft an? Da ist unser Mac. Unser Mac-Roboter. Finally, I'm getting through. That was quite the tumble you took there. Luckily, your biometrics tell me you're A-OK. But before anything else, let's put that mech of yours back in one piece. Können wir es aufheben? Bauen, sind wir hier. Ah, okay, wir können Sachen schweben lassen. Jetzt müssen wir die Einzelteile suchen. Die wir zusammenbauen oder was? Oder ist das schon? Ah, den Arm. Now flip that sucker sunny side up and hop in. We've got a planet to explore. All right, let's get to work. Aha. Ich will das mal in der linken Hand.
Stachelhieb, Sägeschlag. Noch so ein bisschen schweben können wir. Excuse my manners. One kind of stops expecting guests after 200 years. Name's PIP3R. That's Piper for short. Up there in the sky. That blinking dot is yours truly. But enough introductions. Let's get you situated and make you at home. Stern zerstören. Mit dem Stern gesammelt. Game. Pflanzenfaserpilz und Rezepte. So geht's auch. Die beiden mit so gute Klappen. Fast in Minecraft. So, gehen wir mal zu den orangen Wolken. Das wirkt schon sehr verdächtig. Können wir noch ein bisschen Idiot haben. Bisschen Futter gern. Nur soll man den nicht töten. Du wirst uns anfreunden mit denen. Time for some manual labor. Okay. Let's get down. Kälberbaum. Geht aber kein anderes Holz, oder? Wenn man das Zeug mal weiß, wo wir was brauchen. Ja. Das können wir füttern. Töten sollen wir die also nicht. Und das Werkzeug bekommen wir nicht. Oder so. Und die Samen dann. Liegt irgendwas? Aufheben. Oh, eine Knarre. Baue einen Schuppen. Okay. It never ceases to amaze. That magnificent mech. Those high-powered tools. And even that ship of yours. The farm project really was extraordinary. Such a shame that it got cancelled in the end. Samengewehr. Aha. In Schuppen. Können wir uns ja hier am. Hier schon mal ein Haus aufbauen, so ein bisschen.
vielleicht gar nicht verkehrt für so einen Berghang. Müssen wir jetzt Material dazu beifügen? Aha. Mühlenmittel, Mühle in einem Schuppen. So können wir noch Holz entfernen, was da im Weg steht. Öl herstellen. Fantastisch. Futterofen haben wir genug. Stellen wir mal hier hin. Kein Stein mehr. Wir brauchen Stein. Stein, Stein, Stein. Es wird schon langsam dunkel. Ganzen Übung mit zwei Flur. Futter, Einflussfutter. Finde den Entwässerungsschlauch, finde den Sprossenkanon, finde den Entsauger. Und Pflanzenkiste und Schlafplatz. Ein Schlafplatz wäre mal ganz gut. Ein Zelt. Ist aber winzig. Ich gleich hier irgendwo in der Nähe machen. Schlafen. Tag 2. Den ersten Tag erfolgreich überlebt. Those new mech parts made a world of difference. The best looking ride in the frontier for sure. Piste. Aha, ist trotzdem ziemlich klein. Holz. Survival Game ist das also. Das spielt dann natürlich irgendwie auch Farming Game, ist klar. Hier eine Pflanzkiste. Ja, das ist. Doch sehr wichtig sein. Vielleicht zweimal zwei nebeneinander stellen. Noch mehr Holz.
Wetter ist heute irgendwie nicht so gut. Regnet hier ganz schön. Unser Zeug an. Und eine Wäscheleine. Hier ist doch super. Ich hoffe, das ist nicht nur Beko. Waschzimmer. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann irgendwann auch noch heftigere Sachen hinkriegen. Zu Anfang natürlich mit so ein bisschen die üblichen Basics anfangen und später auch professionellere Tools haben. Nichts hergestellt, aha. Musst du noch ein bisschen Pflanzen für Pflanzenöl holen. Komm, geschlürten. Gibt es hier zum Glück genug. Was haben wir noch? Einen Zaun haben wir. Lager wäre auch ganz wichtig. Mit hier vor dem Zelt platzieren. Schönen Zaun hier drin ziehen. Das Gelände schön mal abstecken. Wir sollten uns nicht zu sehr limitieren. Hier schon mal ringsherum. Anfangsstellen setzen. Steht ein Baum im Weg. Da vorne haben wir einen Stein dazu. Bauen tun wir es erstmal. Jetzt müssen wir die Blaupause packen. Das ist erstmal immer möglich. Das ist ungünstig. Erstmal hier fertig bauen. Warum steht im Weg?
von wilden Tieren vielleicht ein bisschen abgeschirmt hier. Vielleicht gar nicht so dumm. Dann müssen wir durch mal die orangenen Dampfwolken umsteuern und dann die Sachen aus dem Tutorial zu kriegen. You just have to do yourself. So, dann haben wir das schon mal. Und hier was anpflanzen. Ja, noch nicht wirklich. Ja, vielleicht können wir. Hier kann man mal anpflanzen. Eine Munition. Dafür sind die Samen. Gummibären pflanzen. Mist. Von der Gummibärchenbäume und Bäume raus. Weiter. Okay, sind wir vielleicht unterwegs. Ich will jetzt mal erstmal hier ins Ruhe gehen. Schon Abend. Das ist das jetzt auch Bären. Ein Samengewehr. It always puzzled me why Earth was so quick to give up on the FarmNet project, sending us probes out to the edge of the galaxy to scan for hospitable planets. That was no small feat. Desperate times, I suppose. Verbesserungstipp. Das war so ein. Hier ist noch was, leuchtet etwas Tolles. Was haben wir hier? Hey there, little fella.
Nest von Ringfedern. Kurz mit den Tieren anfreunden. So, na dann einmal schlafen. Tag 3. Nothing like a good night's rest. That mech of yours is looking good today. Those modifications you did yesterday really paid off. Die Beere. Können wir wachsen. Und Schild haben wir hier. Verbesserungspot. Wo soll der hier noch reinpassen? Wollen wir das Haus größer machen? Ein neues bauen. Ein neues Ding direkt daneben. Noch hier hinpassen, was auch immer das ist. So ein Riesenteil, das passt hier aber nirgendwo rein. Kann ich das auch hier irgendwo so hinstellen? Hier passt es scheinbar. Steinbomben dafür noch. Du kannst nur das schon tun. Ja, nur Stein für. Stein haben wir hier. Stein sollte uns nicht ausgehen. Das hier überall rumliegt. Ui. Vielleicht nicht mehr fällt. Montage dreht. Was machen wir hier? Some things you just have to do yourself. Wollen wir den Putt verbessern? Aha. Noch irgendwelche interessanten Sachen, die wir noch nicht gemacht haben. Ein Schild. Okay, brauchen wir Aluminium. Ich muss eh mal darüber in diese Richtung. Das nächste Tool finden. Ich muss einen Stein mitnehmen.
Totensplitter. Ja. Was haben wir hier für ein Zeug? Gift hier schnell. Muss man vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ich kann den Schleim wegmachen. Können wir hinzu. Kiefernholz sind wir. Well, abandoning the light year frontier for Mars does make some sense. It was a lot closer and would sustain Earth's population, at least for a while. Eisen habe ich noch keinen gefunden. Überladen. Ich wusste es. Ich wollte es schon sagen. Früher später werden wir überladen sein. Dann können wir nicht mehr sprinten, nicht mehr hüpfen. Wie in jedem Survival Game. So muss das. Das wäre ja wirklich gewesen, was nicht irgendwann geworden wären. Wir haben Wasser gemacht. Gestern. That'll be useful. Ich kann gleich mehrere hier hin. Die werden wir früher später brauchen. Um Zeug zu lagern. Überladen. Weichholz, aber nix. Ich muss einen Stein abgeben. Sehr schön. Ein Tool fehlt uns noch. Ha! Into the soil it goes. Also können wir die Arten. Bewässern, was wir eigentlich brauchen. Munition. Können wir die auffüllen im Wasser? Ja, das können wir. Und es regnet auch. Ja,
Das muss dazu klappen. Natürlich muss meinen. Scheint die Kiefernhöhen hinterher. Aha. Jetzt müssen wir die Sprösslingkarbone finden. Den Stein. Wasser zu tief, ne? Dann sollten wir mal nicht so sehr am Wasser stehen. Und dann kriegen wir dann wahrscheinlich auch noch größere Schubkraft. Just think about the thousands of people who initially came to the frontier, taking a chance on this one-way trip, only to get abandoned. But for generations, they've managed to thrive here. Your neighbors are quite tenacious, huh? Look, I know you weren't sent here for a mission that's been canceled for nearly two centuries. You probably found that ship in a scrap heap somewhere and took off for greener pastures, right? No need to answer. It doesn't matter anymore. I'm just happy to finally have some company. Schon in Entfernung gelaufen. Und dann werden wir bestimmt schneller fliegen können. Weichholz wird wahrscheinlich nur von speziellen Bäumen gegeben. Trainieren. Sehr schön. Ah, neuen Zaun haben wir. Schade. Ah, es scrollt. Sehr schön. Es wird langsam Nacht. Die Kiefernhöhlen müssen wir noch herstellen. Weichholz finden wir da wahrscheinlich. Tag 4. So weit haben wir es hier schon geschafft. Rise and shine, Exo-Farmer. That mech of yours is looking good today. Those modifications you did yesterday really paid off. Some. Das wollen wir nicht. Selber essen müssen wir wohl nichts, oder? Samengewehr. Ah, das ist unkraut. Muss man schnell entfernen. Giftiges Unkraut. Erntesaison erforderlich. Ey, weg hier. Mein Zeug.
Mist. Giftige Schote. War abgewehrt. Mit nach oben hier. Die von hier. Wahrscheinlich das giftig machen wir. Den anderen jetzt zu schleimen. Schön. Muss aber wohl noch mehr sein. Das muss ja noch gemacht werden. Die Büsche sehen nicht ganz so gesund aus. Das, was wir hier noch tun können. Oh oh. Umgestürzt. Straight to the legs, huh? Was hier jetzt? Über den Stein gestolpert. Weichholz? Ja, sehr schön. Noch mehr Weichholz. Wie verschluss denn? Was haben wir hier? Nee. Das sind wir wieder herstellen, Baby. Ich komme mit dem Roboter hier nicht mehr raus, oder was? Oh nein.
stretching the legs, huh? Was müssen wir hier machen? Ich glaube nicht, dass wir das so machen sollen. This old thing caught your eye, huh? It's an ancient megastructure. No way to tell what it was built for. Maybe it's just a huge art installation. Either way, it's no matter now. For all intents and purposes, it's just another mount. Ja, da kommen wir nicht lang. Sieht nach so einem Schrein aus oder was in der Art. Machen können wir da was wenig. Schleim hier in der Gegend finden. Das ist wahrscheinlich die Mission. In der Kisten. Die wir eigentlich bauen können. Hartholz. Wissen wir, ob sie kriegen oder nicht. Das ist ein einfaches Holz wahrscheinlich. Nö. Hartholz ist was Spezielles. Okay. Weil hier hat sich noch ein bisschen Gift, was wir wegmachen können. Ansonsten geht es muss die letzte Tests mal wieder ein bisschen kürzer machen. Aber wenn ich jetzt bei so einem Survival gehen, will ich ja halt doch ein bisschen probieren. Jetzt sehen wir hier mal ein bisschen eine andere Perspektive. Das sind Bären. Und hier sehe ich Schleim. Da war erstmal Wasserflur. Das ist ja irgendwo eine Wasserquelle in der Nähe. Da drüben. Picknick hier. Wir haben die 50% schon geschafft. War ja noch mal ein bisschen was. Eine Tour wieder herstellen. Verpestung entfernen.
wird es aber langsam dunkel, deswegen würde ich jetzt langsam auch mal zurück und damit dann auch mit Ende von Tag 4 irgendwie das Netztest beenden. Ja. Schlafen gehen. Tag 5 wäre das dann. Rise and shine, Exo-Farmer. Let's build something jaw-dropping today. Something that'll inspire us while we do a hard day's work. Na, dann würde ich mal sagen, wenn ihr das Demo des Gratis aufs Team zu bekommen. Wer das selbst noch mal ein bisschen spielen will, das mal ein bisschen bauen will oder so. Gern mal selbst runterladen, selbst spielen. Wenn es euch gefällt, wischt es noch Stream. Ganz wichtig, das supportet den Entwickler unheimlich. This will hold it over until tomorrow. Mal schauen, vielleicht spielen wir das auch irgendwann nochmal im Feuerhausbank, aber nicht im Let's Play. Weiß ich nicht. Wir haben gerade schon ein paar Wörter am Laufen. Ist dann, ja. Na dann, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Let's Test. Oder zum nächsten Duschen heute. Auf diesem Kanal. Ciao, ciao.